Hallo YouTube-Welt und herzlich willkommen zu meinem Tagebuch von Train Fever. Ich bin momentan drauf und dran, alle Pferdefuhrwerke auszumisten und sie durch neue, moderne LKWs zu ersetzen. Und darum machen wir auch einfach gerade dort weiter, wo ich als letztes aufgehört habe, sozusagen. Ja. Du siehst, ich habe hier ein paar Fenster offen und wir schauen auch gerade noch einmal schnell drei in die Linien, wie es hier so aussieht. In der letzten Folge haben wir ja die ältesten Pferdefuhrwerke mal ausgenistet. Das Mal gibt es eine andere Art von, wie ich die Fahrzeuge ersetze. Und zwar gehe ich den Linien nach. Also das heisst, hier siehst du es gerade, Badenöl zur Raffinerielinie. Ich tue einfach mal alle Pferdekutschen anklicken, die ich auf dieser Linie habe. Und die, die leer sind, schicke ich ins Depot. Und die, die voll sind, die behalte ich mal noch offen, dass sie ihr Gut noch loswerden können und mir Geld bringen, bevor ich sie dann ins Depot schicke. Ich dürfte halt einfach nicht vergessen, immer wieder auch einen LKW auf die Linie zu schmeißen, weil sonst bricht man dann den Takt zusammen und das wäre nicht gut fürs Geschäft. Und hier siehst du, in Mendrisio, Erzzuwerk, hat es noch eine Kutsche. Die tun wir auch gerade mitnehmen. Ja, ich tue jetzt hier halt viel so kleine Fenster auf. Aber ich habe das einfach noch gern. Ich mache das noch gern so, ja, Mikromanagement. Ja, und sobald ich dann mal genügend Fenster offen habe, lasse ich dann auch die Zeit weiterlaufen, weil sonst passiert ja gar nichts. Genau. Und ja, schicken Odis noch die ausgeleerten oder abgelieferten die Pferdekutschen, die leer sind, weil sie ihre Ware abgeliefert haben, die schicke ich ins Depot und verkaufe sie. Ja, und da sieht man auch ganz gut, wenn so ein Monat vorbei ist, wie teuer das eigentlich so ein Ross ist, wenn es alt wird. Es wird nämlich immer wie teurer und das will ich ja nicht. Im Gegenteil, ich will ja günstigen Unterhalt haben. Und auch wenn die Strassenfahrzeuge im Depot innen sind, kosten sie gleich noch Unterhalt. Also nicht vergessen, auch die müssen verkauft werden. Zum Beispiel hier in Mendrisio. Und das ist gerade noch eins reingekommen. Super, nehmen wir auch gerade mit zum Verkaufen. Ja. Als Perfektionist würde es mich natürlich auch interessieren, wie viel Stutz gibt mir eigentlich so ein Ross, das ich gerade verkaufe. Ja, aber ich habe es jetzt auch nicht so ernst genommen mit meinem Perfektionismus. Darum weiss ich es aber nicht. Manchmal schaue ich, manchmal nicht. Ja. Weil das Vorgehen jetzt eigentlich so mehr oder weniger die ganze Folge so durch wird laufen, habe ich mir überlegt, ich könnte ja dafür irgendetwas anderes erzählen. Da gäbe es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zuerst schaue ich aber auch hier noch, irgendetwas stimmt dort nicht. Mendrisio Erz zu Werk. Weil der Takt mit 3 Minuten, der ist sicher zu hoch. Da braucht es sich viel mehr Erz auf dieser Linie. Genau. Also bitte schmeiß noch 2 drauf, yes, und hopp den Besen. Es würde sogar nochmal 1-2 vertragen. Aus meiner Sicht heute und jetzt. Aber die haben das schon vor langer, langer Zeit aufgenommen. Das ist sicher schon 2 Tage her mindestens. Und ja, ich tue es ja noch kommentieren. Das ist ja so das Spezielle an diesem Tagebuchformat. Ja, Mühlhaus wäre auch mal noch dort etwas zu machen. Vielleicht noch schnell zu der Vorgehensweise, wenn man Fahrzeuge so tut, ersetzen oder upgraden. Man sollte vielleicht schauen, dass alle Linien, die irgendwie miteinander zusammenhängen, also wo die gleiche Streckenführung haben, dass die mehr oder weniger gleichzeitig
auch ersetzt wird oder aufgemotzt wird mit neuen Fahrzeugen. Weil wenn natürlich auf einer Linie Rössli sind und auf der anderen LKWs, aber beide führen irgendwie zum gleichen Ladeplatz, die Rössli behindern den Verkehr halt gleich und durch das wird der Takt auch wieder runtergeschraubt. Er wird höher. Ja, nicht tiefer. Ja, er wird höher. Und das ist ja nicht das Ziel von der ganzen Geschichte. Also, darum lieber alle Linien, die irgendwie an gleiche Ort führen, zum Beispiel hier an den Ladeplatz, dass man dort schaut, dass man so schnell wie möglich alle Linien, die dort hinführen, auch ersetzt hat mit den neuesten und schnellsten Fahrzeugen. Weil sonst bringt es nichts, es wird nur Stau verursacht. Man sieht es da auch an ein paar Orten, wo ich jetzt zum Beispiel gerade das Rössli rein tue, sieht man, dass der LKW halt dem Rössli hinten nachher trabt. Und eben, da kann es ja nicht sein. Da bin ich wahrscheinlich am überlegen, welche Linie als nächstes rankommt. Die wäre eigentlich gut gewesen, die Basel-Linie, aber es gibt auch noch andere, die müssen ersetzt werden. Noch ganz viel, wie ich sehe. Mendrisio gut, ja, die gehört eben zu der Mendrisio-Linie dort. Es wäre auch gut, wenn die ersetzt wird, genau gleich wie die Mühlhausgut-Linie. Also das wird wahrscheinlich so als nächstes müssen drankommen, weil eben so springt ja das Upgrade gar nicht. Und weil in dieser Folge hier nicht mehr wird passieren als das, was du bis jetzt hier gesehen hast, also ich suche noch irgendeine Linie aus, tue dort die betreffenden Pferdekutschen ins Depot schicken, sie verkaufen und zwischendurch wieder neue LKWs auf die besagte Linie schmeißen. Und weil ich das Gefühl habe, ja, das Kommentieren von dem wird dann irgendeinmal mal langweilig, habe ich beschlossen, diese Folge der Gemeinwohlökonomie zu widmen. Weil Train Fever, das ist ja bekanntlich so eine Wirtschaftssimulation. Und ja, ich gebe es zu, ich liebe so Spiele. Ich liebe es, Geld zu verdienen oder zu schauen, wie man was muss machen muss, dass man möglichst viel Geld kann anhäufen und so. Und ja, ich gehe auch davon aus, du hast auch ein gewisses Flair für solche Games. Ich frage mich aber, wie sieht es denn eigentlich in der Realität aus? Was denkst du über die Volkswirtschaft? Wie funktioniert das Wirtschaften im Jahr 2016? Und was hat das für Folgen für den Mensch? Also ich weiss jetzt nicht, ob du dir diese Fragen jemals gestellt hast oder nicht. Ist eigentlich auch gleich, weil in den nächsten paar Minuten wird ich dir meine Sicht erzählen. Oder ich werde dir zuerst einmal sagen, wieso ich Antikapitalist bin und da dazu stehe. Und B, gehe ich auf eine mögliche Alternative ein, wo es zum heutige vorherrschende Wirtschaftsmodell gibt. Also der Sozialismus, Kommunismus, den lassen wir links liegen, weil es gibt nämlich hier in Mitteleuropa neben dem Neoliberalismus, also der gesteigerten Form vom Kapitalismus, noch ein anderes funktionierendes Wirtschaftsmodell. Und das kommt aus Österreich und wird zum Beispiel auch in Wien selber gelebt und praktiziert. Jetzt und heute im Fall. Und ich hoffe, dass das auch noch ganz, ganz lang wird weitergehen. Zuerst kommen wir aber noch einmal zum Punkt A. Ich bin Antikapitalist. Versteh mich jetzt bitte richtig. Ich bin kein Kommunist,
aber ein sehr sozialistisch geprägter Mensch. Das hat natürlich einerseits mit meiner Biografie zu tun und so. Jedenfalls habe ich als Kind schon nie gecheckt, wieso man im Geld so einen hohen Stellenwert gibt. Ein Beispiel. Ich mag mich erinnern, es war etwa mein 8. Geburtstag gewesen. Und ja, ich komme von meinem Götti zum Geburtstag eine 50er-Note in die Hand gedrückt über. Ja gut, vielleicht war es auch eine 20er-Note, ich weiss es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, das Erste, was ich denke dabei ist, was soll jetzt der Scheiß? Seine Asche in Ehren. Und hat er ein Papierflügel daraus gemacht oder so, und ich hätte damit spielen können, dann hätte ich sicher auch anders reagiert. Aber so bin ich mega enttäuscht, halb brüllend da gestanden und mein Götti ist wütig davon gezottelt. Ja, ich meine, klar, der Vater hat mir dann nachher schon erklärt, dass, was man denn mit dem Papier alles kann machen und so. Aber ich habe das in dem Augenblick halt wirklich nicht gecheckt. Ich habe nicht gewusst, für was dass man das könnte brauchen. Also, nicht einmal zum den Arsch sauber putzen hätte ich das können brauchen, weil es wäre zu unbequem gewesen. Und ich habe doch einen Ballwelle. Oder ein Lego-Burg. Gut, die habe ich dann ein Jahr später bekommen. Aber eben, ich und Geld. Wir haben eine sehr gespaltene Beziehung zueinander. Auch heute noch. Und ja, ich habe zwar gelernt, besser damit umzugehen und dass es eben gleich wichtig ist, so, ja, für mich und auch für meine Familie. Ich bin aber immer noch der Meinung, es gibt Wichtigeres im Leben, als 1 Million Schweizer Franken auf dem Bankkonto zu haben. Ich kann zum Beispiel immer nur spielen oder mit Freunden zusammen sein. Und eben am liebsten draussen, immer am Schutten im Wald oder was auch immer. Ja, und wo dann auch noch der C64 gekommen ist, oder ich später noch Amiga hatte, dann sind wir auch noch zu vierten oder zu sechsten höchst sogar, jeden Mittwochnachmittag bei mir, in dem kleinen, engen Zimmerli gesessen. Und wir haben Bundesliga Manager Professional gezockt oder Supercars 2, Lotus Esprit oder TV Sports Basketball und was es dort noch alles gegeben hat. Ja, und später habe ich dann auch angefangen, Musik machen mit denen, also mit ein paar von diesen Kollegen. Ja, und ich habe dann das auch so als eine Form von einem Spiel angeschaut. Und nochmal später irgendwann, als ich dann angefangen habe, Soziokultur zu studieren, habe ich festgestellt, hey, das Leben ist im Fall ein Spiel. Weil es gibt Gegner, es gibt Teamplayers, das Leben stellt stellt im Mensch immer wieder neue Herausforderungen. Man kommt sozusagen immer wieder in ein neues Level. Man kann Fähigkeiten weiterentwickeln, etc., etc. Also, das beste RPG-Game, das ich kenne, das ist mein Leben selber. Das hat jetzt zwar alles nichts mit dem Antikapitalismus zu tun, ich weiss, aber der Kapitalismus ist ja eigentlich auch nur eine Form von einem Spiel, wo sich an gewisse Regeln haltet oder richtet. Und genau mit diesen Spielregeln, die dort herrschen, mit denen habe ich Mühe. Weil die führen irgendwie da dazu, dass ich das Spiel einfach nicht gerne spiele. Also weisst, ich meine jetzt egoistisch sein, rücksichtslos sein, nicht wollen darüber nachdenken, was mit der nächsten Generation passiert, immer das Bessere wollen haben als der andere, immer mehr wollen besitzen, also noch ein zweites und ein drittes Auto, ein Swimmingpool und ein Trampolin im Garten, eine Ferienwohnung am Meer und in den Bergen und so weiter und so fort. Ich kann das nicht. Ich will das auch nicht. Mich persönlich macht das nicht glücklich. Und einfach nur so, bei Train Fever
dort macht's mich glücklich. Also dort will ich mehr Geld haben, dort will ich können Sachen machen. Muss aber da auch schnell differenzieren, weil der Sandbox-Modus ist irgendwie gar nicht für mich. Ich muss eine Challenge haben, ich brauche irgendwie Missionen oder irgendwie ja eine Herausforderung, wie man zu dem Geld kommt. Und ja, da bei Train Fever habe ich denn das eben. Es ist alles ja nur ein Spiel. Und wo ich mich dann auch intensiver mit den grossen Philosophen aus der Antike auseinandergesetzt habe, habe ich auch gemerkt, Glückseligkeit ist sehr verwandt mit Gerechtigkeit. Ja, weil ich meine Nase nicht so oft in die Bibel gesteckt habe, sondern viel lieber in Platon seinen Staat gelesen habe oder auch die nikomachische Ethik vom Aristoteles, so bin ich dann auch via Alexander der Grosse auf den Diogenes gestoßen. Und das ist schlussendlich der Mensch gsi, wo mir offenbart hat, dass man soll ohne Angst durchs Leben laufen. Ja, der Diogenes von Sinope ist ja bekanntlich der erste Mensch gsi, so, was ist das gsi? 400 vor Christus, 450 vor Christus, irgendwie dort so. Auf jeden Fall, er ist der erste Mensch gsi, der sich ja als Weltbürger bezeichnet hat. Und er ist auch der Mensch gsi, wo, ja, in einer Tonne gelebt hat, eben der Tonnenphilosoph. Und sein Hab und Gut hat bestanden aus seiner Tundra, also der Bekleidung, die er angehatte, eine Tasche, und in dieser Tasche hat er einen Becher und einen Löffel gehabt. Gut, vielleicht war es auch eine Gabel. Nein, es war, glaube ich, der Löffel. In dem Setu. Also, er war wirklich sehr ein freier Mensch, ein freiheitsliebender Mensch und auch ein Verfechter von der Meinungsfreiheit. Aber auch ein zynischer Herumtreiber, der sich nicht nur Freunde gemacht hat, natürlich. Aber die folgende Aussage von ihm hat mein Leben einfach geprägt. Je mehr ich besitze und mein eigen nenne, desto mehr Angst habe ich, das auch wieder zu verlieren. Ergo, je weniger ich besitze, desto weniger Angst habe ich, und desto freier kann ich durchs Leben laufen. Gut, Gemeinwohlökonomie, was ist das? Eigentlich ist es nur eine Idee von einem neuen Wirtschaftsmodell bzw. von einer neuen Wirtschaftsordnung, weil sie regt einzig und allein zum Umdenken an. Also weg vom gewinnorientierten, wachstumszwangbezogenen Wirtschaften hin zum Gemeinwohlstreben oder Kooperation. Weil was ist die Basis von der Ökonomie, also von der Wirtschaft? Der arbeitende Mensch. Was macht den Mensch glücklich? Beziehungsweise, was motiviert den Arbeitnehmer am stärksten, um eine gute Arbeit zu verrichten? Genau, ein Arbeitsplatz, wo er sich wohl und aufgehoben fühlt. Wo ihm eine sinnbefriedigende Beschäftigung gibt. Und was braucht es da dazu? Richtig. Wertschätzung. Vertrauen, Kooperation und Solidarität. Ist das bei dir so, wenn du an dein Geschäft denkst, das du jetzt schaffst? Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, dass eine Umfrage von der Bertelsmann Stiftung im Juli 2010 in Deutschland und in Österreich gemacht worden ist und die hat ergeben, dass ca. 89% der Bevölkerung sich eine neue Wirtschaftsordnung wünscht. Also jetzt in meinen Worten. Das heutige vorherrschende Wirtschaftsmodell, also der Neoliberalismus, der schafft es, von 100 Menschen 10
glücklich oder zufrieden zu machen. Und die anderen 90, die sind, ja, ich weiss nicht, jetzt irgendetwas so zwischen, ja, mir geht's gut, bis akzeptabel, oder Hilfe, ich verzweifle und ich laufe jetzt den Ball amok. Und ich glaube mir, ich weiss, von was ich rede, weil mit den letzten 10 von diesen 90, oder ja, meinetwegen auch von diesen 100, mit diesen 10 Leuten arbeite ich tagtäglich zusammen. Also, eigentlich vor allem mit den Kindern von diesen 10 Leuten. Weil, ich sehe es irgendwie so, der Kapitalismus sagt einfach, hey, was willst du? Ich gebe meinem Vater einen Job am Fließband, so, dass er die Miete und die Steuern kann zahlen kann. Und seiner Frau gebe ich auch gerade noch die Möglichkeit, das WC zu putzen und ja, komm, mein Büro kannst du ja auch gerade noch putzen. Ja, so kann sich die Familie dann sogar noch Ferien leisten. Die Kinder interessieren mich dann erst, wenn sie laut Arbeitsrecht auch legal arbeiten dürfen. Und wenn dann ihr 8-jähriges Kind bis spät in die Nacht WoW gamet oder Los Santos unsicher macht, dann ist das nicht mein Problem. Da sind die Eltern verantwortlich. Wenn die aber nicht zur Arbeit kommen, dann zahle ich dann keinen Lohn, gell? Und fertig. Keine Diskussion. Ja, und die Eltern landen dann früher oder später irgendwie bei mir. Also, bei mir jetzt persönlich. Und ich frage sie dann so Sachen wie, ja, wie viel Zeit haben sie denn für ihr Kind? Oder wer hilft ihrem Kind denn bei den Hausaufgaben? Oh nein, 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 wir haben kein Problem. Die Schule ist geschuld, die Schule ist geschuld. Ja, ja, klar. Schau, ich will jetzt so eigentlich gar nicht tiefer darauf eingehen. Ich glaube, du hast verstanden, was ich meine und auch wie komplex eigentlich die ganze Situation, die ganze Geschichte ist. Ja, item. Komm, gehen wir zurück zu der Gemeinwohlökonomie. Weil, wie funktioniert die eigentlich? Oder wie funktioniert die Alternative zum Kapitalismus? Das ist ja eigentlich die Frage. Und als Antwort gebe ich dir 2 Wörter. Demokratischer und partizipativ. Schließlich soll es nicht mehr darum gehen, immer grösser zu werden, mehr zu wachsen, mehr Gewinn machen als im letzten Jahr. Ja, eben, nicht mehr grösser zu werden, sondern es soll darum gehen, die optimale Grösse von einem Unternehmen zu finden. Und wegzukommen von dieser Angst, von einer grösseren Firma können aufgefressen zu werden. Wir sollen auch wegkommen vom Finanzgewinn denken. Also der Zweck eines Unternehmens soll sein, einen Beitrag zum allgemeinen Wohl zu erreichen. Also eigentlich heisst es wegkommen von einer Finanzbilanz zu einer Gemeinwohlbilanz. Oder nochmal anders gesagt, der wirtschaftliche Erfolg soll nicht mehr an den Mitteln, also nicht mehr am Geld, am Kapital, am Finanzgewinn gemessen werden, sondern ein erfolgreiches Unternehmen verfolgt Ziel, die Lebensqualität zu steigern, die Bedürfnisse der Gesellschaft oder auch von Arbeitnehmenden, Bedürfnisse zu befriedigen oder eben Gemeinwohl zu fördern. Das sind jetzt natürlich sehr abstrakte Begriffe und ja, mir ist auch klar, dass das nicht so einfach zu messen ist, wie Zahlen in einer Bilanz, wo so einfach rot und schwarz gibt. Ja, und die Begriffe von dieser Gemeinwohlbilanz, die müssen wir halt ständig neu aushandeln und immer wieder neu deklarieren. Das ist aufwendig, das kostet Zeit, das ist mir auch klar. Aber von einer erfolgreichen Gemeinwohlbilanz hast du etwas davon und ich habe etwas davon, dein Nachbar hat etwas davon und das Kind von deiner Nachbarin auch noch gerade. Ja, also wenn es auch nur das ist, dass zum Beispiel die Strassen sauber sind oder eine zusätzliche Kindertagesstätte geöffnet wird
oder ich zur Nacht am 4 sogar noch eine sichere ÖV-Verbindung habe nach Hause. Oder einen Spielplatz, einen neuen, gerade in der Umgebung. Oder meinetwegen einen günstigeren Eintritt in die Body. Was auch immer. Ich weiss nicht, was für Bedürfnisse das du hast, aber das sind so mehr oder weniger die, die ich habe. Ja, aber schau, sind wir doch mal ehrlich. Was haben wir, du und ich, was haben wir davon, dass die grossen Firmen wie, ich sage jetzt etwas, Nestle, Google, was weiß ich, wie die sonst noch heissen, was haben wir davon, dass die Jahr für Jahr immer wie mehr Millionen Gewinn machen? Was haben wir davon? Ein Update? Ja, super, danke. Ja, gut. Ich habe jetzt noch nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt von dieser Gemeinwohlökonomie. Ja, falls es dich würde interessieren oder falls ich dir das ein bisschen schmackhaft machen könnte, darfst du mir gerne einen Kommentar hier unten hinterlassen. Oder du darfst auch selber beim Entwickler von diesem Modell vorbeigehen auf die Webseite christian-felber.at, also Christian mit CH. Oder auf die offizielle Seite von der Gemeinwohlökonomie gehen, www.ecogood.org. Dort kannst du alles andere, oder du kannst viel mehr nachlesen und auch Bücher anschauen, die dazu geschrieben sind und wo das überhaupt schon gemacht ist auf dieser ganzen Welt und. Auf jeden Fall würde es mich mal freuen, wenn du mir mitteilen würdest, was du über das denkst. Und ja, so schwer es das, glaube ich, mal vorher war. Mal schauen, ob ich dann wieder mal etwas dazu bringe. Ich weiss es gerade selber noch nicht. Ich jedenfalls fände es mal spannend, wenn Urban Games oder irgendein anderer Softwarehersteller das Konzept von der Gemeinwohlökonomie würde aufnehmen in ein Game. Das fände ich wirklich wahnsinnig spannend und ich würde mich auch bereitstellen, das dann zu testen und zu kritisieren. Ja, aber momentan ist die Realität so, dass wir alles noch neoliberalisch angehen. So wie auch hier jetzt bei Train Fever. Ich habe das mal nicht viel zum Gameplay gesagt. Ich hoffe aber gleich, dass es interessant war für dich. Auf jeden Fall danke vielmals, dass du dabei bist. Und ich hoffe ganz schwer, du bist es das nächste Mal wieder. In dem Sinn, cheers!